Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Und guckt mal hinter mich, was ich gefunden habe. Den letzten, vorletzten roten Stein. Hier oben ist er nämlich. Habe ich komplett vergessen. Aber ich habe noch was gefunden. So, dunkle Seite erstmal. Das war genau der, den ich die ganze Zeit gemeint habe. So, noch ein Charakter ist hier nicht. Dann machen wir den mal ganz kurz an. Wo ist er denn? Da, hier oben ist er. Hier. Und ich habe tatsächlich noch einen nicht gekauften Charakter gefunden. Also der Charakter ist nichts Besonderes, da vorne läuft er irgendwo. Wäre ja witzig, wenn er jetzt nicht auftaucht. Doch, da ist er. Ja, der ganz normale Kampfdroide. Ist noch nicht gekauft worden. Naja. So, dann. Nächstes Level. Ich denke mal, wir fangen mit Kampf der Droiden an. Neues Spiel hier, das hier hatten wir ja schon im letzten Part. Hier die Geonosianische Arena. Ja, nicht nochmal starten. So. Kampf der Droiden. Wir nehmen Darth Sidious. Klassisch. Wir werden in diesem Part auch nochmal auf das andere Schiff fliegen und dann nochmal, denke ich mal, die Charaktere holen. Ah ja, stimmt, die Kaffeemaschine hier. 1 von 5. Und dann ihn hier. Aber nicht der Thermaldetonator. So, war sogar gut, dass der gerade dabei ist. Und jetzt sind wir hier draußen. Und da angeln drei Droiden. Aber mehr gibt es hier aber auch nicht. Ich denke mal, wir sollen die einfach hier zerstören. Drei Stück zerstören. Und Minikit Nummer 2. Eins habe ich damals tatsächlich schon eingesammelt. Und irgendwas ist hier in der Mitte. War hier vorne nicht ein goldener Droide? Okay, ich weiß noch, was das hier unten ist. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist das Minikit, was man für die Mausdroiden bekommt. Genau die hier. 5 Stück. So, blöderweise muss ich ja hier gleich die Bomben platzieren. Damit wir in spätere Teile vom Level kommen. Kann er das? Nein. So. Und Bombe Nummer 2. Ich muss jetzt genau auf den Boden achten, damit ich auch keine Mausdroiden verpasse. Ja, der war falsch. Wer hat hier hinten gerade noch eine angezeigt? Nö, jetzt nur noch einer. Okay, keine Ahnung. Gut, dann hier links wohl noch. Das nicht noch einmal. Das. Und hier kamen jetzt einfach irgendwelche Einzelteile raus. 5 Bälle. Oder die Teile hier einfach. Ne, 5 von diesen komischen Bällen. Ach, hier ist noch einer. Ist ja vielleicht hinten noch irgendwo einer hingerollt. Nein, sieht nicht danach aus.
Da vorne sehe ich einen Mausdruiden. Da ist noch einer. Oh, der hängt hier gerade so schön fest. Und der ist auch schon tot. Wo ist denn hier ein Klon? So. Hau mal ab, bitte. Mach wieder. 3 von 5. So, hier drin war nur eine weitere Bombe. Die platzieren wir dann auch mal kurz. So. Dann hier links einmal. Und dieses Mal first try. So. Da waren sogar 13.000er in der Ecke versteckt. Da sind doch 2 Bälle rausgekommen. Ich habe es doch genau gesehen. Ich beseitige erstmal hier die lästigen Gegner. Ja, da war er. Einer fehlt noch. Hinter uns ist jetzt nur noch der... Das für die Maustruin. Ich denke mal, dass es für die Maustruin ist. So. Ja, da ist einer. Ach, verdammt. War nicht schnell genug. Ups, das war falsch. Okay, warum haben wir nur einen goldenen Druiden? Es gab ja doch wesentlich mehr noch in den Gängen. Ich laufe nochmal kurz zurück. Ja, hier vorne wird nämlich einer angezeigt, den ich verpasst habe. So, 2 von 5. 2 von 5. Ich gehe jetzt nochmal ein Stück zurück bis zum Anfang vom nächsten Gang. Und wenn da keiner ist, dann geht's weiter. Nein, okay. Und dann geht's wieder zurück. Dann sind die letzten 3 wohl noch dort drüben irgendwo. Da sehe ich einen Maustruiden vorbeifahren. Nein, bleib stehen. Oh, da habe ich gerade außer den einen geöffnet, den goldenen. Naja. 3 von 5. Das. Und Minikat Nummer 3. Oh, war ja nicht ganz rechts hier am Anfang vom Gang noch ein goldener Druide? Ich glaube nämlich ja. Hier nämlich, ja, hier war einer, den wir aber nur mit der dunklen Macht bauen können. So, 4 von 5. Und wo ist der letzte Maustruide?
Ah, hier kommt er raus. Ne, hier kommt er nicht raus. Die Kaffeemaschine, die letzte ist hier, glaube ich, rechts. Ah, da ist er. Hopp. 5 von 5. Okay, es geht nicht nochmal ganz zurück. So, die Kaffeemaschine ist rechts noch und ich glaube, ein Druide fehlt ja auch noch. Also eine Kaffeemaschine und ein goldener Druide und danach... Und es wird beides hier rechts angezeigt. Okay, gut. Wir haben nichts verpasst. Da nicht. Dann hier drin. Ist dann erstmal die Kaffeemaschine. Oder der Druide. So. Und hier ist die Kaffeemaschine. Ah, falsch. Gut, Bombe platzieren und in den nächsten Bereich wechseln. Du wagst es gegen Darth Sidious zu kämpfen. Da wirst du nicht weit kommen. Aber ja, wir brauchen gar nicht gegen ihn kämpfen. Also doch, müssen wir schon, um dann später weiterzukommen. Aber um an das Minikit ranzukommen, reicht auch. Einfach können wir auch alleine weitermachen. So. Weg mit dir. Aua. Und dann muss ich dort einmal rüber. Wo ist denn jetzt Robomino? Hä? Hier ist er. Okay, hab ihn übersehen. So, Minikit. Und dann ist bei ihm hier noch eins. Aber Moment mal, doch nochmal kurz zurück. Dann platzieren wir die hier schon mal. Oh, nee, wenn hier schon er. So, das passiert. Das wird es auch mit dem anderen gleich passieren. Genau so. Und hier ist tatsächlich kein Minikit. Doch, da vorne, stimmt. Ja, doch. Da konnten wir, glaube ich, eins aufbauen. Okay, das ging schnell. So, euch knall ich einfach ineinander. Ah, nicht laggen. In diesem Level laggt das Spiel ein bisschen öfter. Ja, genau das meine ich. So, Teil Nummer... Nicht das Unterteil, das hier ist das Unterteil. Ich habe so viele Minikits in meinem Leben eingesammelt, ich weiß, wie Minikits aussehen. Dann einmal das Teil da drauf. Passt nicht, dann vielleicht das andere, die sehen halt gleich aus. Muss ich dazu aber auch mal sagen. Ja, okay. Ja gut, bis auf die Antenne halt. Nein. Ja, so. Dann das hier. Und dann das hier. Nummer 8. Oh, wie kommt der jetzt hierher? Naja, zwei fehlen noch und zwei werden mir hier angezeigt. Ich sehe ja schon, was dafür gemacht werden muss.
Oder wohl doch nicht? Okay, ich brauche irgendwas anderes anscheinend. Mit E-Mail kann ich das hier aus irgendeinem Grund nicht auslösen. Dann vielleicht mit dem Schiff. Oder hier unter ist noch irgendwas. Oh ja, da ist auf jeden Fall irgendwas. Sieht aus wie ein Fahrzeug. Bauen wir mal. Oh, ein UFO. Okay. Ja, damit funktioniert das auch. Hey, wo denn noch? Achso, hier. Okay, geschafft. Und dann dort rechts. Oh, nee, doch nicht. Ich dachte, hier geht's noch weiter. Hä? Das hier ist das letzte, ist der letzte Abschnitt im Level. Hiernach kommt nichts mehr. Hiernach ist das Level vorbei. Muss ich das jetzt wirklich neu starten? Weil eine Sache fehlt. Das ist ein bisschen blöd. Kann man hier oben noch irgendwo hin? Oh, kann man... Oh, okay. Kann man tatsächlich noch irgendwo hin zu einer Bowlingbahn? Okay, da kommen die Pins. Das sind irgendwelche Druiden. Ah, verdammt. Dann so. Dann feuern wir den hier auch einmal ab. Und den hier. Ah, das zählt schon. Ja, nee, jetzt will ich die Pins dort auch weg haben. Und alle weg. Okay, ich wäre sonst da hingegangen und hätte den einfach umgeschubst. Wenn der jetzt nicht umgefallen wäre. So, Minikit. 10 von 10. Nummer 10 von 10. So, zurück zum Raumschiff. Speichern und verlassen. Und wir haben die 1 Milliarde Stats. Und es ist Han Solo. Klassisch, schätze ich mal, so wie es aussieht. Ja, das ist Han Solo. Klassisch. Habe ich am Körper gesehen. Und 45 grüne Steine haben wir bisher. Ist noch nicht allzu viel. Aber es gibt ja noch so viele Möglichkeiten, um goldene Steine zu kriegen. So, dann kaufen wir uns jetzt aber ganz kurz mal ein Schiff. Ja, die Trident. Die hat Raketen und Torpedos. 200.000. Ach, die hat schon automatisch Torpedo. Ja, dann sind 200.000 noch viel zu günstig. Viel zu wenig. So, goldener Stein machen wir auch kurz. Und wenn wir schon mal hier sind. Ach, das war's noch nicht. Ich dachte, ich hab schon, weil ich die ganze Zeit Geld krieg. Gut, dann mal gucken, wie schnell wir das hinkriegen. Ja, doch, schon relativ schnell. Mit den Raketen. Einfach hier ein bisschen kreisen. Nebenbei schießen und geschafft. So, Raummission abgeschlossen. Danke, das Geld brauche ich nicht. Ist aber schon einiges an Geld. Und 46 goldene Steine haben wir nun.
Hörst du wohl auf? Ich hol noch mal was. Ne, den Sith. Den Sith hätte ich schon gern noch dabei. Aber ich hätte auch gern Charger dabei, da ist er ja. Also nee, dabei hätte ich ihn jetzt nicht gerne. Wir wechseln zu... Also wir brauchen ja noch eine... Wir brauchen etwas, das Strom machen kann und einen Kopfgeldjäger. Robonino ist sowohl Kopfgeldjäger als auch... so ein Stromtyp, wie eine Magnerwache. Das heißt, wir werden jetzt... Nee, ich glaube, drei Leute aus dem Gefängnis befreien und kaufen. Und dann werden wir noch den Minikit-Charakter, also Han Solo, kaufen. Und dann haben wir... ganz einfach vier Charaktere noch, also ja, nochmal vier Charaktere dann jetzt geholt. Wir sind aktuell bei 63,2%, da fehlt auch nicht mehr allzu viel. Oh jo, das verfolgt mich gut, dann beeile ich mich mal. So, dann komm her. Und komm raus. Lock dort. Okay. Okay, dieser Teil. Bodenkampf freigeschaltet. Okay, diese Teile hier bleiben nicht gespeichert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das für den mit dem roten Stein dann am Ende zu tun hat. Denke ich mal. So, gut, hier brauchen wir natürlich diesen Typen, den habe ich jetzt nicht dabei. Aber ihn hier holen wir uns noch. Stopp! Wo bist du jetzt hin? Dr. Nuvo Windy. Er ist tot. Und das hier, wie geht das? Achso, da ist noch niemand drin. Ja gut, dann könnten wir ihn jetzt noch, da den Geonosianischen König ist das ja, glaube ich, oder irgendwie so. Egal, den können wir auf jeden Fall noch dort rausholen. Ja, dafür brauchen wir den Druiden, aber den holen wir jetzt nicht. Das machen wir dann das nächste Mal, wenn wir dort vorbeikommen. Aber Han Solo, dich kaufe ich gerne. Dich mag ich. Geh weg, Luminara. Ich frage mich, wie teuer Han Solo wohl ist. Dann wird er hier links sein. Ja, da ist er tatsächlich. Kampf der Druiden. Charakter freilassen. Falsche Taste. Und Charakter freilassen. Na gut, erstmal foltern. Dreimal, damit er nicht stirbt. Und dann noch einmal gegen. Han Solo klassisch. Sehr günstig. So, gut. Toll, jetzt leckt es nochmal. So, du bist auf dem falschen Schiff. Ja, Han Solo weicht natürlich cool aus. Gut. Aber hier machen wir dann im nächsten Part weiter.